jetzt also frisch gestärkt bergan in Richtung Falkenstein. Ja, ein großartiger Gipfelsieg vom Falkenstein. Hallo und Grüße aus Schwarzhöhengebirge, ich bin Flatterfeier und heute nehme ich euch auf eine Tour mit, die geht auf den Handelsberg oder eben auf den Falkenstein. Das wissen wir noch nicht so genau, weil uns die Verhältnisse etwas unsicher erscheinen. Und da nehme ich euch auch mit, weil es ist nämlich ziemlich kalt und wir werden gern weiterkommen. Jetzt stellt sich eine Frage, was tut man, wenn man den ganzen Winter über nicht dazugekommen ist, dass man mit Schneeschuhen wandert? Das ist ganz einfach, man wartet auf den Frühling. Denn den haben wir inzwischen. Wir sind jetzt 5 Wochen nach unserer Tour auf dem Oberaisberg da und es schaut verdammt winterlich aus. Naturpark Zugang, Brandweg, Herrengrotte, Handelsberg, Falkenstein. Na, ich glaube, da können wir unsere Schneeschuhe gleich anziehen, oder? Handelsberg, Brandweg, Herrengrotte, na gut, hinauf zur Herrengrotte. Ja, schon im Anstieg, frisch böiger Wind auf und weht uns den Schnee von den Bäumen. Jetzt haben wir es einmal mit der Kapuze probiert, damit uns da nicht alles los wird. Es ist natürlich gemein. Der Berg zeigt sich abweisend. Ja, ihr seht, Spuren dürfen wir alles selber. Macht die Sache natürlich ein bisschen mühsamer. Dafür ist es aber vom Wintererlebnis her umso schöner. Sehr brav, ja. Gibt's gar nichts fürs Wetterfest. Ja, da ist jetzt um einiges stürmischer geworden, als eigentlich angesagt war. Und wenn das so ist, werden wir möglicherweise ein Alternativziel wählen, bevor wir da im Schneesturm auf dem Handelsberg stehen. Und das wäre dann der Falkenstein. Falkenstein ist da vorne. Schaut ja auch ganz nett aus, oder? Die Herrengrotte wäre sicher sehenswert. Werden wir uns jetzt auch mit Schneeschuhen sparen. Der Zustieg da. Das nutzt uns nichts. Für uns geht es dem roten Pfeil folgend weiter. Also die Vorstraße ein bisschen entlang. Da hinten diese felsigen Abhänge, das ist das Plateau des Kuhschneebergs. Ein Schneeberggipfel müsste man von da eigentlich schon langsam sicher auch sehen. Aber der steckt in Wolken.
Schau, da vorne hast du einen wenig bekannten Zwillingsbruder vom Handelsberg, nämlich den Handelsberg. Ja, ist ja gemein. Dann haben wir da hinauf uns gemüht. Und was ist jetzt? Geht's wieder bergab? Na, der Forstmann war nicht nett zu uns. Ja, so Hindernisse wieder hinter mir. Kann man in so ein Gelände zum Glück leicht umgehen. Ansonsten wird das Übersteigen von so einem Stamm mit Schneeschuhen schon ordentlich sportlich. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist da drüben die Häuser drinnen, der Grubenfranzl, wie der wohl zu seinem Namen gekommen ist. Ja, da unterhalb vom Grubenfranzl ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Nach rechts hinauf, nämlich da geht es auf den Handelsberg, nach links hinunter, rot markiert nach Schwarzau, und blau geht es auf den Falkenstein. Nach kurzer Rast geht es jetzt also frisch gestärkt bergan in Richtung Falkenstein. Trauen wir jetzt dem Handelsberg nach? Nein. Wir hätten ein bisschen eine günstigere Wetterprognose gehabt, als eigentlich eingetreten ist. Mit Auflockerungen am Vormittag gelockert hat da schier gar nichts. Also wir haben überhaupt keinen blauen Himmel gehabt. Man hat jetzt auch gesehen, da in Richtung vom Handelsberg geraten die Gipfel auch wieder in Wolken. Und von daher ist das, glaube ich, sogar eine sehr gute Entscheidung. Und das Wintererlebnis ist ja trotzdem aller Ehren wert. In dieser Vorstraßenkehre gibt es vermutlich eine Markierung, die ohne Schneelage sichtbar wäre. Aber man folgt auf jeden Fall dieser einen Kehre jetzt noch rechts hinauf. Man sieht, inzwischen ist leichter Schneefall aufgekommen. Ja, und ich glaube, das rechtfertigt dann unsere Entscheidung.
So, da vorne kommt eine Anhöhe in den Blick. Und das ist jetzt auch unser Ziel. Der Falkenstein von hinten. Ja, dass die Gipfel in Wolken geraten war, leider keine Übertreibung. Da sieht man immer viel. Na, schaut mal, wie sich der Tapeloberg ankämpft. Da ist viel Schnee, ja? Wahnsinn! Viel Schnee am Falkenstein! Da hinten geht's zum Gipfelkreis, ja? Ja. Ja. Ein großartiger Gipfelsieg vom Falkenstein. Schaut mal, was man da für eine tolle Aussicht hat. Und ich habe vorhin nicht übertrieben, wie ich gesagt habe, dass die Berge wieder in Wolken geraten. Da ist mit Sicht leider nicht mehr viel. Da vor uns jetzt liegt Schwarzau im Gebirge. Unser Anstiegsweg war da hinter der Nase vorbei in das Tal hinein. Und dann da oben um durch den Graben. Ja, wir werden jetzt da wieder absteigen, dass wir einen Rundweg zusammenbringen, wenn wir unten ein bisschen auf der Straße gehen. Aber ich glaube, das macht nichts. Ja. Ja, steht ja da. So fix sind wir nicht. Nein, so fix sind wir nicht, aber dann schauen wir doch einmal, dass ich mich da einmal zusätzlich adjustiere. Darf ich da einmal den D beantworten? Bitte schön. Danke sehr. Das ist mein Posten wieder. Posten? Nein. Liegt da drüben vielleicht? Ja. Da hast du ihn. Danke. Bitte. Da ist wenigstens Sinkkiste. Ja, da ist Sinkkiste, das stimmt. Nein, es war ja absolut eine wichtige Sache, dass wir da unten doch umentschieden haben. Nachdem wir schon gesehen haben, wie windig es da ist und wie es dort zirkt, das war eine gescheite Idee. Maran Geuse. Du beißt da die Zähne aus, ha? Mhm. Bergeinsamkeit pur. Mhm. Und diesen herrlichen Sonntag, sich gar keiner auf den Berg aufvertraut hat, ha? Kann man gar nicht verstehen. Nein, nur zwei Dumme. Ja, das ist ja schon mal gesagt. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt? Ich hab nur einen Bussen gewusst. Ja. Wie langsam ist das wenig? Das Abitur wird jetzt das Radfahrer oder wie? Das wäre lustig, ja. Ja, da sind nämlich Felsen drunter. Ja. Und die Pech ist leider der Tee gefahren, der taut dann im Rucksack wieder auf. Mhm. Aber es nutzt nichts. Und magst du da gehen? Ja. Na gut, dann gehen wir wieder. Halt. Ja, dem Sturm um Dosengipfelkreuz sagen wir wieder Ade. Ade. Expedition auf den Falkenstein werden wir hoffentlich zu einem guten Ende bringen, trotz der widrigen Umstände. Ja, ist ein witziger Abstieg, aber gar nicht schwierig. Jetzt wird sich dem Zuschauer wenig Neues erschließen. Wir folgen nämlich eine Zeit lang wieder dieser Forststraße bis zur besagten Abzweigung nach Schwarzau im Gipfel. Machen wir da schöne Spur, damit die anderen dann bergan streben können, mühelos. Ja, wenn schon mal gespurt ist und nur dazu, wenn es dann auch wieder bergab geht, geht das deutlich flotter von der Hand, gell? Ja, ich weiß, aber ob man in der Spur dann der zweite oder gar der vierte ist beim Abstieg, macht trotzdem nochmal einen Unterschied, ne? Ja, schon.
Wegweiser sagt uns, Schwarzau im Gebirge, Handelsberg haben wir ausgelassen. Und da ist tatsächlich wer aufgekommen, schau. Auch ein Schneeschuhgänger, glaube ich. Und der hat eine Schuhgröße 56. Der hübschen Felswänden geht es da jetzt dahin. Ein ganz toller Abschnitt noch einmal. Ganz großartig. Ja, da hat sich einer mit Stiefeln bergan gemüht. Das hat, glaube ich, wenig Spaß gemacht. Jetzt da vorne diese Abhänge, das sind die Abhänge von Falkenstein. Da sind wir am Hut gestiegen. Herrliche Felskanzel da oben. Ja. Ein schöner Ort, gell, um sich von den Abstiegsstrapazen zu erholen. Ja, dann einmal der Rückblick, diese ganze Geschichte. Schön felsig, wunderbar gemacht mit dem Brückerl und mit den Schneeschuhen, weil diese Bedingungen gerade noch machbar sinnvollerweise. Sonst müssten wir da schon fast angeschirren. Aber da geht es dann einmal im Schnee weiter. Ja, wilde Gegend noch einmal da im Abstieg nach Schwarzau. Kaum zu glauben, dass sich da ein Wegerl durchfindet. He? Aber es geht. Falkenstein, Handelsberg. Und für uns rot in Richtung Schwarzau. Ja, wunderschöner Graben, gell? Ja, Falkenstein, Handelsberg, da kommen wir her. Und da oben müssen wir schon. Und noch einmal. Ja, professionelles Schneeschuh ausziehen ist das da. Ja, da hinten sieht man jetzt die Kirche von Schwarzau. Wir müssen den Ort durchqueren, leichten Fußes und wieder zurück zum Auto. So, hier unten angekommen steht der Naturpark. Sonst wirst du nicht auf die Straße hinaus. Probieren wir es einmal über den Naturpark. He? Falkenstein, Naturschutzgebiet. Ja, mit Recht, oder? Da oben auf diesen schönen Gipfel waren wir. Lieber Bello, das weiß ich dann mal von einer schönen Tour auf den Falkenstein oben da, war, stimmt? Ja, genau. Haben wir es nicht vorgestellt gehabt. Ja, ein Winterabenteuer mit Schneeschuhen gerechtfertigt. Ich glaube, ohne waren wir nicht aufgekommen. Ja. Gute Entscheidung, auch wirklich den Falkenstein zu nehmen. Und damit
bleibt nichts mehr dazu sagen, außer ich bin gerade dabei, du bist. Sehr gut. Irgendwann einmal lernst du es nur von der Lassung. Ja, und vielleicht sieht man sie einmal bei einer anderen Tour. Wenigstens lachst du inzwischen schon mal an der Kamera ausgezeigt. So winterlich war es den ganzen Winter nicht. Eigentlich könnte man den Film von vorhin ja einfach rückwärts abspulen. Aber machen wir nicht. Wir machen echte Aufnahme. Weil das darf euch ja sicher auffallen. Expeditionsbergsteigerin. Was ist da? Ist da was? Da hat nichts zum Spießen, da hat zum Rutschen und Flutschen. Wie der Sport, der hat auch gesagt, sie können jede Farbe haben, solange sie schwarz ist. Ja, so war man der. Der wertet den im Winter mühsam erkämpften Gipfelsieg ungemein auf. So kaputt ist die gar nicht, kaputt so, weißt du das? Montag geht niemand, da hast du recht, vermutlich. Wenn heute schon keiner gegangen ist, geht morgen ganz besonders keiner.